So, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir schleichen uns hier in die Katakomben von Mercer. Wow. Okay, ich glaube, ich gehe doch erstmal da lang. Hier ist noch eine Kiste. Oh, mit 60 Gold. Da kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Ah, da hat er sich ja was Schönes einfallen lassen. Die miese Ratte. Aber das stoppt uns nicht. Aua. Okay. Aber nur ein Kratzer. Uah. Falsche Taste. Sehr schön. Uah. Haben wir doch gut gemacht. Eigenlob stinkt. Hör auf damit, Archie. Okay, dann sind wir hier durch. Was haben wir hier? Ein paar Giftpfeile in den Rücken. Na, sehr schön. Hätte ich doch ein bisschen aufgepasst, Mann. Naja, wir werden es überleben. Oh. Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich aufstehen. Ich glaube, ich habe mich gerade verliebt. So. Natürlich ein Expertenschloss, was auch sonst. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin der beste Schlösserknacker der Welt. Das ist erwiesen. Komm schon. Zack, da war es offen. Oh, Eisspalter. Nehme ich doch an mich. Ein bisschen Gold. Und ein Brief. Okay. M. Ich weiß nicht, wie ihr den Gegenstand, über den wir gesprochen haben, in die Hände bekommen konntet. Aber ich bin mehr als zufrieden. Ich dachte, ihr würdet einfach warten, bis der Gegenstand von Schloss Eldend zu einem endgültigen Bestimmungsort gebracht werden würde. Doch nach allem, was ich gehört habe, ist er geradewegs aus ihrer Waffenkammer verschwunden. Ich wünschte, ich. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich weiterblättern. Muss mal kurz. Entschuldigung, ganz kurze Unterbrechung. Nein, nicht Zutaten. Schriftrollen. Okay, es muss bei Bücher sein. Nein. Hier sind wir zu Hause. So. Okay. Ich wünschte, ich wüsste, wie ihr an den Wachen vorbeigeschlüpft, das Fallgitter umgehen, die Tür zur Waffenkammer aufschließen und die mit einem Zwergenrätsel verschlossene Truhe aufbrechen konntet. Diesen kleinen Trick müsst ihr mir irgendwann einmal beibringen. Ich habe euren Anteil in den üblichen Versteck zurückgelassen und habe vielleicht bald einen neuen Auftrag für euch. R. Okay. Alles klar. Was haben wir hier? Eine kleine Lesestunde für die Leseratten unter euch. Ja, das war wirklich eine kleine Lesestunde. Die rote Küche. Oh, Schleichen verbessert. Oh, schon auf 61. Sehr gut. So, für die, die ein bisschen scharmökern möchten, die können das jetzt hier tun. Ein ganz schöner Schinken. So, jetzt sind wir durch. Ah, was haben wir denn hier? Mercers Pläne. Okay, wir sollen also zurück zu Brynjolf. Hier ist noch eine Truhe. Oh, goldene Halskette. Die nehme ich mal mit. Hier sind noch ein paar Bücher. Was haben wir hier drin? Ach, das war jetzt das Buch. Okay, dann. Ach, das ist wieder so ein Buch, wo ihr selber Entscheidungen treffen könnt. Ich blätter das jetzt mal durch. Wer Lust drauf hat, das zu machen, da kommt man immer zu einem anderen Ende. Der kann das ja mal gerne machen. Schild heben, Axt schwingen, Geist angreifen, Gold geben.
Ich weiß nicht, ob wir das mal machen sollten. Ich bin gerade am Überlegen. Okay. Kolb war ein tapferer Nordkrieger. Eines Tages wurde Kolb von seinen Häuptlingen gebeten, einen bösen Drachen zu töten, der in ihr Dorf bedrohte. Überquert den Bergpass, Kolb, sagte sein Häuptling. Ihr werdet den Drachen auf der anderen Seite finden, zu Seite 2 blättern. Kolb nahm seine Lieblingsaxt und sein Lieblingsschild und wanderte zu den Pass, wo er eine kalte Höhle, eine windige Höhle und einen seltsamen Pfad fand. Die kalte Höhle betreten, die windige Höhle betreten, den Pfad hochgehen. Was machen wir denn? Wir gehen den Pfad hoch, das heißt, wir müssen zur Seite 12 blättern. Machen wir das einfach mal nebenbei, kann ja Spaß machen. Beim Hochsteigen stieß Kolb auf ein Lager. Er traf einen weisen Mann, der sein Brot mit ihm teilte und ihm zwei Wege zur Drachenhöhle zeigte. Der eine führte durch die Berge, der andere durch ein Moor. Okay, gehen wir durchs Moor oder gehen wir durch die Berge? Ich glaube, wir gehen durchs Moor. Ihr könnt ja das selber mal machen und euch anders entscheiden. Ich blätter am Schluss nochmal komplett durch. Als Kolb durch das Moor ging, traf er auf einen heulenden Geist, der sich ihm in den Weg stellte. Geist angreifen, Gold geben. Wir greifen ihn natürlich an. Wir sind mit Gold sehr geizig. So, Seite 15. Kolb schwang die Axt so fest er konnte, aber der Geist schien das kaum wahrzunehmen. Der Geist drang in Kolb ein und Kolb wurde von einem tiefen Schlaf übermannt, aus dem er nie wieder erwachte. Ende. Ja, haben wir. Ja, Kolb ist tot. Sind wir nicht sehr weit gekommen, aber ich finde solche Dinge immer ganz spaßig. Könnt ihr ja mal selber machen. Ich blätter jetzt nochmal von Anfang bis Ende durch und ihr müsst dann halt im Video ein bisschen skippen. Deswegen mache ich das jetzt mal ein bisschen langsamer. Und dann könnt ihr ja da immer so hin und her springen, wie ihr es eben braucht. Und vielleicht kommt ihr ja zu einem anderen Ende und dann schreibt doch mal in die Kommentare, ob Kolb vielleicht bei euch ein anderes Ende gefunden hat. Ist mal ganz spaßig. Dann kommt vielleicht jeder von euch auf ein anderes Ende. Und das könnt ihr ja dann in den Kommentaren mit uns teilen. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Oh. Sind wir jetzt. Ja, wir sind wieder zurück. Wir sind gleich in der zersplitterten Flasche. Was gar nicht mal so übel ist. Wir haben bald einen Stufenaufstieg. Wir haben einen Stufenaufstieg und ich habe wieder vergessen, ihn zu machen. Okay, wir nehmen Gesundheit. Können wir unsere Schießkunst verbessern? Könnten wir, ja. Das mache ich auch, weil. Beruhigt euch. Das mache ich auch gleich, weil wir arbeiten doch oft mit dem Bogen. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal. Nee, wisst ihr, was wir jetzt erst als allererstes mal machen? Wir schnappen uns jetzt mal unsere Truhe und sortieren die Sachen, die wir verkaufen können und verkaufen mal. Das mache ich jetzt. Irgendwann müssen wir das machen und warum nicht in dieser Folge? So. Was wir in dieser Truhe drin haben. Das Schild nehme ich mal mit, den Bogen nehme ich mal mit. Die zwei nehme ich mit, den nehme ich mit, das nehme ich mit. Die Diebeshandschuhe lasse ich mal. Die zwei Schwerter nehme ich mit. Die Gildenstiefel nehmen wir mal einmal mit, zweimal brauchen wir nicht. Okay, Tränke brauchen wir wahrscheinlich so oder so nicht. Das ist alles nicht so wertvoll. Ich skippe da nur ganz kurz durch.
Wenn ich noch Rüstungen und so ein Zeug gehabt. Okay. Mann, haben wir viel Krempel. Auch Bücher haben wir auch ohne Ende. Die müssten wir auch mal alle lesen. Zumindest die magischen Bücher, dass wir das lernen. Aber wir zaubern ja eh nicht so viel. Bessere Preise. Ich glaube, den nehmen wir mal mit und legen die auch gleich an. Wieso ist das rot? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum die Dinger rot sind. Wahrscheinlich, weil wir es geklaut haben. Diese Rüstung. Nee, die will ich eigentlich nicht verkaufen. Nee, die behalten wir mal. Die könnten wir verkaufen, da haben wir bessere gefunden. Den Dolch könnten wir verkaufen, das könnten wir verkaufen, den Helm könnten wir verkaufen. Die Rüstung, Helm der alten Götter, lassen wir mal, einfach aus Spaß. Rüstung der alten Götter auch. Stahldolch der Bindung, den behalten wir mal. Den behalten wir auch mal. Den könnten wir eigentlich verkaufen. Den normalen Dolch auch. Den Stab behalten wir. Den auch. Den auch. Okay. So, Entschuldigung, Frosch im Hals. Habe ich ja manchmal. Dann verkaufen wir, würde ich sagen. Und dann gehen wir zu Brynjolf und erstatten Bericht. So, wo ist denn die gute... Ah. Oh, habt ihr ein Date? Entschuldigung, ich will nur kurz... Das wird sich auf jeden Fall zur... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Gut, dann... Schauen wir doch mal erstmal bei Waffen. Was wir der guten Frau verkaufen können. Das auf keinen Fall. Wie, du hast kein Gold... Die hat kein Gold. Och Mann. Wenn ihr Wasser findet, gebt ihm keine Chance. Bringt es hinter euch und tötet. Wenn ich frei sehe, reiße ich ihm eigenhändig die Augen aus dem Schädel. Okay, der können wir nichts verkaufen. Euch ruhig, wenn ihr schon einmal in Freishaus seid. Ich würde es tun. Ich hätte jetzt so gern verkauft. Ich habe gehört, was geschehen ist. Und die Gilde schuldet euch den üblichen Gildenkurs. Lasst mich mal sehen. Schauen wir mal, was sie hat. Vielleicht hat sie ja was, was wir brauchen können. Ein Seelenstein, den kaufe ich mal. Einfach nur, wenn wir Seelensteine füllen wollen. Okay, der Rest ist jetzt nicht so beeindruckend. Bekleidung. Nicht wirklich. Ja, komm, die Dietriche können wir auf jeden Fall brauchen. Die nehmen wir mal mit. Jetzt hat sie auch wieder ein bisschen Geld, das sie uns dann geben kann. Aber dann verkaufe ich, glaube ich, eher Schmuckstücke. Oh, wir hätten vielleicht die... Ja, wir sollten, bevor wir verkaufen, die Kette anlegen. Das sollten wir dann doch tun, wenn wir sie schon haben. Bessere Preise. Bringt es hinter euch und tötet ihn. Das werde ich, keine Sorge. Für mich sind es Schätze. Ja, quatsch dich nicht ab. So. Bekleidung. Die Wirksamkeit gebrauchter Tränke wird um 12% gesteigert. Behalten wir mal. Okay, das kann weg. Das kann auch weg. Redekunst verbessert. Sehr schön. Die Diebesstiefel, da haben wir ja noch welche. Die können auch weg. Ich gehe jetzt aber erstmal zu den Schmucksachen.
Das Zwergenschild zum Beispiel, das ist... Ja, gut, komm weg. Die Tunikas können weg. Die kann auch weg. Weg, weg. Jetzt hat sie kein Geld mehr. Okay, dann belassen wir es dabei. Dann... Ja, wie oft willst du mir das noch sagen, Mädchen? Ich bring den schon um, keine Angst. So. Brynjolf! Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Narsa bleibt spurlos verschwunden. Hattet ihr mehr Glück? Er war nicht da, aber ich habe diese Pläne gefunden. Bei Shaws Bart. Er ist hinter den Augen der Falmer hier? Das war Gallos Projekt. Wenn er sie in die Hände bekommt, hat er ausgesorgt und wird für immer verschwinden. Dann müssen wir ihn aufhalten. Einverstanden. Er hat der Gilde alles genommen und sich eines der letzten großen Beutestücke schnappen zu wollen, ist eine Beleidigung. Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Bis zum nächsten Mal, Mädchen. Okay. Dann rede doch mal mit uns. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich gar nicht so übel, wie sich das alles entwickelt hat. Kalia hat gesagt, es sei wichtig. Ihr braucht etwas? Jetzt nicht, Mädchen. Kalia hat gesagt, es sei wichtig. Ich habe überhaupt nichts zu dir gesagt, Mann. Ja, dann fang auf an. Ich verspreche euch, Brynjolf, es ist Zeit, über Mercers Schicksal zu urteilen. Bis ein Gildenmeister gewählt ist, kommt diese Entscheidung euch zu. Ja. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Mercer Frey hat versucht, euch beide zu töten. Er hat die Gilde betrogen, Gallus ermordet und unsere Zukunft gefährdet. Er muss sterben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brynjolf. Mercer ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Dann ist es alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe begegnen. Direkt außerhalb von Rifton, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Am Ende dieses Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten stehenden Stein. Ich möchte euch beide bitten, mich dort zu treffen. Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen. Wir treffen uns beim Stein. Okay, ich muss auch noch ein bisschen was vorbereiten. Wir müssen unsere Gegenstände wieder ablegen, die wir nicht brauchen. Dafür haben wir ja unser Kistchen hier. So. Nein, falsch. Socki, so. Notizen, die können weg. Der Wein kann weg, der Amethyst kann weg. Das Amulett ziehen wir dann, glaube ich, wieder an. Das kann auch weg. Die Becher können weg. Die Biene im Glas kann ich da auch mal reintun. Den kann ich nicht entfernen. Das Bier, das Brot. Weg. Die Bella-Statue. Schön. Kann auch weg. Die Oblivion-Krise können wir auch mal ablegen. Dietriche behalten wir natürlich. Den kann ich auch nicht ablegen. Käse für später. Zum Speisen. So. Die Pfeile. Oh, genau, das Schwert wollte ich mir noch ein bisschen ansehen. Jetzt haben wir... Oh, scheiße. Mann, jetzt haben wir drei schöne Schwerter und ich weiß nicht, welches ich nehmen soll. Die Wirksamkeit gebrauchter Tränke. Ja, weg. Die nehmen wir mal mit. Den Elfenbogen lassen wir mal da. Den nehmen wir mit, wenn wir Seelensteine füllen wollen. Das können wir da lassen. Das auch. Das auch. Die Stiefel. Das, das, das auch. Das Schwert auch. Die Seelensteine nehmen wir natürlich mit. Das Gold lassen wir auch bei uns.
Weg, weg, weg. Oh, nein, 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 nein. Die nehmen wir natürlich mit. Ein Topf. Holzkohle. Honigbräukaraffe. Okay. Das Schwert. Die Schlüssel nehmen wir auch mit. Klinge der Nachtigall. Die ist natürlich auch gut. Knoblauch. Tragefähigkeit erhöht. Das ist sehr gut. Den Met. Orkischer Bogen des Donners können wir auch ablegen. Ostkaiserliche Handelsroute. Okay. Die können wir eigentlich... Ah, nee, können wir auch nicht ablegen. Wahrscheinlich, weil es zu einer Quest gehört, die wir noch nicht angefangen haben. Papierrollen. Pelzmaschinen. Die können wir auch ablegen. Den Schlüssel nehmen wir mit. Rubine. Saphire. Eigentlich könnten wir uns schon längst, glaube ich, ein Haus kaufen, wenn wir das Zeug richtig an den Mann bringen würden. Okay, okay. Schlüssel, 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 Schlüssel. Die Schlüssel nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Barren müssen wir eigentlich nicht mitschleppen. Die Pfeile schon. Die können wir eigentlich... Ach, die müssen wir auch mitnehmen. Schlüssel, vielen Dank. Wein. Socki trinkt ja nicht mehr. Ich weiß, das ist jetzt nicht so spannend, wenn ich mein Inventar hier kurz mal sortiere, aber das gehört eben dazu. Ich beeil mich auch, versprochen. Ziegen, okay. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Weg. Nein, 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 die nehmen wir mit. Lassen wir da, lassen wir da. So, sind wir schon durch. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Unsere Schwerter haben wir ja auch noch. Jetzt gucke ich nur noch mal ganz kurz. Waffen. So. Dämmerbrecher. Und Eisenspalter. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Wobei ich dafür bin, dass wir ihnen mit dem Nachtigallenschwert den Rest geben, wenn überhaupt. Eigentlich bin ich für den Bogen. So. Ich gehe da jetzt noch hin zu dem Treffpunkt. Und dann werde ich die Folge beenden, weil wir sind jetzt schon wieder über der Zeit. Aber da gehe ich jetzt noch hin, das mache ich jetzt noch. So, es ist ein wunderschöner Tag. Dass die Wache sich nicht wundert. Können wir irgendwie per Schnellreise irgendwo hin? Die Bissgilde. Da müssen wir hin. Okay, nee, wir müssen zu Fuß hin. So weit weg ist das nicht. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Kluger Ansatz. Ja, wer weiß das besser als ich? So, hier müssen wir lang. Was können wir denn hier machen? Schwarzdornbrauerei. Habe ich was verpasst? Was sollen wir denn hier? Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Ich trinke nicht mehr. Wäre es mit einem günstigen Mut. Schau dir mal die Folge an. Ich weiß jetzt nicht die Nummer, aber ich denke so um die Folge 20 war das. Wenn du mein Let's Play verfolgt hättest, dann wüsstest du, dass Socki nicht mehr trinkt. Aus welchem Grund? Hier? Nee. Ich glaube, wir müssen nach unten. Hier geht's runter. Oh, da liegt viel Geld. Da liegt viel Geld. Nein. Ich bin hier der Braumeister. Was wollt ihr? Eigentlich gerade im Moment nichts. Okay, jetzt müssen wir wieder nach Himmelsrand. Hä? War das vielleicht eine Abkürzung irgendwie? Keine Ahnung, was das gesollt hat.
Okay. Eine Runde schwimmen können wir auch mal wieder. Ist hier kein Stress. Oh, da ist auch ein Stein. Wartet mal, ganz kurz. Der muss da irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht. Wir haben immer noch die, den Stein des Diebes, ne? Was ja für uns eigentlich perfekt ist, aber vielleicht findet man ja auch mal was anderes. Ah ja, guck mal, wer da steht. Ich bin so ratlos. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Welche Bedeutung hat dieser Ort? Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer frei zu besiegen. Was für ein Vorteil. Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Okay. Erzählt mir etwas über die Nachtigallen. Wer ist Nocturnal? Werde ich eine Nachtigall werden? Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, das hoffe ich zumindest. Oh. Hier entlang bitte. Ich werde zur Nachtigall. Wir werden eine Nachtigall. Ich freue mich. Hier entlang bitte. Wir werden jetzt also zur Nachtigall ausgebildet. Wir lernen den Weg der Macht. Ja. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.